Guten Morgen aus Köln, Leute. Ich bin gerade auf dem Weg ins Hive und wir haben heute gleich einen besonderen Gast. Und zwar bekommen wir zum ersten Mal in unserer Zeit hier bei 25 May einen Schülerpraktikanten, einen echten Schülerpraktikanten, und zwar Oscar. Bei dem beginnt heute in der Schule die ganz normale Praktikumswoche. Und wenn die meisten seiner Freunde wahrscheinlich irgendwie ein Praktikum direkt bei irgendwelchen normalen Betrieben in der Nähe sich gesucht haben, hat er uns gefragt und kommt dementsprechend jetzt hier nach Köln. Und wir werden die nächsten Tage jetzt mal gucken, wie er sich so anstellt. Sollte schon so. Ah, Hallöchen! Na, wirklich? Das gefällt mir, ne? Sehr schönes Haus. Gefällt dir? Sehr, ja. Hast du schon deinen Platz zugewiesen bekommen hier? Ja? Ich habe mich hier einfach mal niedergelassen. So. Oscar, dann zeigen wir hier mal Teamspielkind-Bereich. So. Das hier ist praktisch mein Reich hier. Sehr schön. Also hier mal Videos und so weiter. Ach, dein Rennsimulator. Genau. Rennsimulator. Kannst du mal reinsetzen, wenn du willst. Ah. Und da machst du so richtig, da simulierst du so richtig genau alle Rennen und fährst du die Strecken vor? Komplett. Krass. Aber du hast dann noch die VR-Brille hier auf und dann ne, hier die Brille hier vorne, die hast du auf und dann, ja, ach, dann sind die im echten Wagen. Alter, ist ja derbe geil. Hallo, oh, Alfie. Alfie ist auch da. Oh, du hast übrigens die Kleiderordnung nicht ganz beachtet, Oscar, ne? Also, was für eine Kleiderordnung? Ja, ich meine, schaust du einmal hier an. Ja? Was fehlt dir, was Alfie hat? Ein Halsband. Ein Halse? Eine was? Krawatte? Ja. Scheiße. Ich habe leider keine Krawatte dabei. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben keine Krawatte besessen. Der Oscar hat jetzt eine schöne kleine Praktikantenaufgabe bekommen. Ich bin mal gespannt, wie er die erledigt, wenn wir wieder zurück sind. Denn ja, wir sehen können, bin ich gerade mit Kato zusammen unterwegs. Leider nicht mit dem Fahrrad. Ich würde mit dem Fahrrad fahren. Du hast auch ein Fahrrad. Ja, aber warum? Was ist deine Entschuldigung? Das ist zu weit. Ist zu weit. Ja, nicht so weit. Wir nehmen die Entschuldigung an. Deswegen sind wir jetzt hier mit dem Auto unterwegs. Ist ja auch ganz nett. Auch wenn es im Moment echt so viel Spaß macht, mit dem Fahrrad zu fahren. Und es hat ja Leute gegeben, die gesagt haben, das benutzt du eh nicht und so weiter. Doch. Kann Kati, glaube ich, bestätigen. So? Ja, ich muss alleine mit dem Auto zur Arbeit fahren, damit du Fahrrad fahren kannst. Ich frage, ja, du könntest auch Fahrrad fahren. Ich habe Alfie dabei immer. Du hast einen Fahrradkorb. Ja? Kati hat einen neuen Fahrradkorb sogar extra. Ja, jetzt funktioniert es auch. Der jetzt funktioniert, ja. Der hat sogar ein Regenhäubchen. Regenhäubchen und nicht mehr so Gitterstäbe auch. Ja. Das ist echt viel besser für Alfie. Aber damit sind dann ja eigentlich alle Entschuldigungen weg, ne? Also jetzt eigentlich es demnächst bitte Fahrrad fahren. So. Wir haben jeden Tag richtig geiles Wetter in Köln. Ja, das war noch nicht perfekt. Ja. In Zukunft sehen wir auch Kati schön auf dem Fahrrad. Heute fahren wir halt nochmal hier kurz so. Denn wir haben jetzt gleich hier vorne ein Meeting bei Fairtrade. Beziehungsweise bei Transfair. Das ist der gemeinnützige Verein, zu dem Fairtrade Deutschland praktisch gehört, also die geben das Segel raus und so weiter und die kümmern sich um alles. Und wir treffen uns heute mit dem Daniel Kaspari, dem wir auch schon zusammen an der Elfenbeinküste waren, um über unsere nächsten Projekte zu sprechen. So sieht das hier aus bei Transfair, Leute. Wir haben unser Meeting gerade schon abgeschlossen und der Daniel hat immer alles hier perfekt vorbereitet. Wir haben schon über unsere nächste Reise gesprochen, hier in unserer Mappe. Das sind die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, unter anderem eben hier nach Blooming geht's. Ich habe es euch schon mal erzählt und es wird sich rund ums Thema Bananen drehen. Und da habt ihr ja auch was vorbereitet, ist eine Kampagne, die ihr in dem Zeitraum selbst fahren werdet. 9 von 10 Bananen locken dich in die Falle. Warum das so ist, was es damit genau auf sich hat, weil es stimmt, das erzählen wir euch dann natürlich noch später. Damit geht's bald dann wieder zusammen mit dir auf Reisen. Sehr cool. Und damit sind wir zurück im Hive und Fairtrade ist halt einfach ein für mich persönlich wichtiges Thema, für das ich mich gerne einsetze. Denn ich bekomme keinen Cent dafür, also kein Geld oder sonst irgendwas, sondern ich möchte euch das Thema einfach aus meiner persönlichen Überzeugung heraus näher bringen und es ist mega cool, dass ich damit Daniel zusammenarbeiten kann, der die Reisen organisiert, damit wir eben in Videoform euch das Ganze näher bringen können. Und wir sind jetzt auch nochmal die ganzen Kommentare zur letzten Reise durchgegangen, nicht alle, aber einige hatte Daniel nochmal rausgesucht. Wir haben uns Zeitungsartikel angeschaut und eben jetzt dann uns auf das nächste Thema konzentriert, auf Kolumbien und eben auch auf den Fakt, dass 90% der Bananen in Deutschland nicht fair gehandelt sind. Und die Bananen ist das meistverkaufte Obst in Deutschland. Aber dazu an anderer Stelle später mehr. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob unser Praktikant hier seine Aufgabe, ah, da setzt er sich ganz schnell wieder hin. Ordentlich gearbeitet hat. Ich habe schon geleistet, ja. Hast du schon geleistet? Ja. Was haben eigentlich deine Lehrer dazu gesagt, habe ich mich gefragt, dass du, ich meine, du kommst aus Bayern, oder ist es Bayern? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Aber das ist eine andere Grenze, oder? Ja. So ja. Guck, ich komme aus Schleswig-Holstein, das ist alles dasselbe. Aber die Baden-Württemberger und Bayern hören das wahrscheinlich nicht gerne. So, wo setzen wir uns hin? Lass mal hier hinsetzen. Ganz entspannt. Hier. Aber was sagen deine Lehrer dazu, dass du aus Baden-Württemberg kommt, hier in Köln Praktikum machen möchtest. Weil bei mir, beim Schülerpraktikum war es so, wir durften nur um 10 Kilometer umkreisen.
Also, ihr dürft in ganz Deutschland. Ja, also das, die sind da eigentlich bei uns so ziemlich entspannt. Wir können das eigentlich machen, wo wir wollen. Aber die kommen nicht hier vorbei zum Lehrergespräch. Nee. Schade, das wäre aber lustig gewesen, so ein Lehrergespräch mit zu führen. Ich habe damals in deinem Alter mein Praktikum gemacht beim Flughafen in Lübeck. Der ist jetzt pleite leider. Den gibt es nicht mehr so ganz so richtig, aber ich habe damals so Fluglots und sowas, im Kontrolltower war ich oben, sind mit den Technikern rausgefahren auf die Landebahn und haben dann da so dran gearbeitet an irgendwelchen Sachen dann. Also ich habe mehr zugeschaut, aber war schon sehr spannend. Dann kamen die Flugzeuge, landet über uns und so. Wie bist du da drauf gekommen? Ich habe mich immer für alles, was, sag ich mal, Maschinen sind, alles, was sich bewegt, so, ne, Autos, Flugzeuge, fand ich immer spannend. Und da war in der Nähe von uns der Flughafen und dann dachte ich, frage ich da mal nach. Und es war auch ein echt geiles Praktikum, muss ich sagen. Voll cool. Also bisher, muss ich sagen, hat sich der Oscar eigentlich ganz gut geschlagen. Wir haben ein bisschen Varietät tatsächlich hier bei 25 Made. Verschiedene Jobs, die man machen kann. Und jetzt, Oscar, ja, jetzt musst du mal ein bisschen körperlich arbeiten, zumindest ein bisschen. Beide Hände benutzen. Da bin ich nicht so gut drin. Als Praktikant musst du hier bei allen mal ein bisschen mithelfen. Und zwar sind wir hier im Lager. Ja. Ja, von hier wird komplett Spielkind verschifft. Verschifft auch noch. Also wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es wird alles verpackt und verschickt von hier. Wir haben einige Bestellungen vom neuen Govlogger-Safe-Shirt, die alle verpackt werden müssen. Deswegen, wir suchen jetzt mal, er ist nicht hier, wir suchen den Lord of Lager. Den Lord of Lager? Hier ist der Lord of Lager und der sitzt nicht hier unten, wie man vielleicht denken könnte. Sondern Pascal ist unser Lord of Lager. Das bin ich. Du hast jetzt 9 Praktikanten am Start, ne? Ja, ich weiß schon. Du weißt, ja? Ja. Dann jetzt kannst du mir mal sagen, was er zu tun hat. Oh ja. Oh ja, komm, wir wandern mal rüber. Alle Bestellungen, das ist schon die zweite Kiste hier. Alles noch nicht eingepackt. Hat der Oscar auch wieder ordentlich gemacht. Also wenn irgendwo ein falsches Shirt ankommt bei eurer späten Bestellung, hey, ja, Oscar ist schuld. Nein, Spaß. Ja, wir haben alles ordentlich kontrolliert. Ich habe euch das ja schon häufiger gesagt heute. Ja, bei uns wird das einfach hier so aus dem Fenster rausgegeben. Top. Danke dir. Danke, mach's gut. Ciao. So, und dann war's. Ne? Also haben wir Lager und dann alles noch mit der Post. Oscar auch nochmal gezeigt. Ich würde sagen, ist ein abwechslungsreicher erster kleiner Praktikumstag hier. Mega. Oder? Also dafür fühlt sich schon an wie 3. Das fühlt sich gut. Das ist Paul, glaube ich. Wir kaufen nichts. Ich wollte ein Foto machen, Jungs. Kann ich machen? Alfie, ne? Ja, für dich auch Feierabend, alles klar. Mach's gut, Alfie. Feedback-Gespräch, ja? Erster Tag. Was sagst du? Erstmal so, kannst du mal erzählen, wie war dein erster Tag hier? Also es war richtig, richtig cool. Ich war am Anfang wirklich sehr aufgeregt. Also es macht mega, mega Spaß und ich habe sehr viele verschiedene Bereiche von 25 Made und Spielkind kennengelernt. Und es ist eigentlich genau, wie ich es mir erhofft habe. Cool. Sehr gut. Das ist auch unser allererster Schülerpraktikant. Das war für uns jetzt ja auch zum ersten Mal, dass wir jemanden da haben. Und wir waren uns ja auch nicht sicher, wie das dann alles so läuft und so weiter. Weil ich sag mal so, normalerweise einen Schülerpraktikanten, dem gibt man normalerweise jetzt nicht irgendwie wirklich produktive Arbeit. Es geht ja eher darum, dass der Schülerpraktikant was kennenlernt. Und deswegen ist es meistens auch für Schüler gar nicht so leicht, einen Praktikumsplatz zu finden. Ja. Weil die Unternehmen denken sich halt, ja, bringt mir ja nichts, sondern ist ja eigentlich eher nervig, wenn man die ganze Zeit noch irgendwie jemand da irgendwie dabei ist, der irgendwie nichts ordentlich machen kann. Aber jetzt war es so, du konntest wirklich schon bei Sachen ordentlich mithelfen. Also sowohl jetzt gerade eben im Lager, als auch vorhin habe ich ihm, was mein YouTube-Kanal angeht, so ein paar Aufgaben gegeben und hat er ordentlich Playlists ordentlich angelegt, alles sortiert, Beschreibungen editiert und sowas alles. Hast du sehr gut gemacht. Gleich setzen wir uns noch zusammen einen Schnitt dran. Der Tag ist noch nicht ganz vorbei, ja. Also wir setzen uns gleich nochmal an den Schnitt dran und dann kannst du da nochmal ein bisschen rüberschauen. Aber ich finde das ganz cool, so mal immer jemanden da zu haben, der sich so alles ein bisschen anschaut und so weiter und so fort. Und war Oscar auf jeden Fall damit ein sehr guter erster Schülerpraktikant hier. Ich muss an der Stelle erwähnen, Leute, es wird, vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal einen Schülerpraktikanten, aber das können wir nicht jede Woche machen. Also so ist das schon, das wäre, glaube ich, dann schon ein bisschen erschwerendere Bedingungen hier, wenn wir jede Woche einen Schülerpraktikanten da hätten. Aber vielleicht, ich sage euch Bescheid, wenn wir irgendwann nochmal einen Schülerpraktikanten suchen. Aber jetzt, diese Woche, ist der Oscar hier. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen weiter hier vorne. Und falls ihr es nicht wisst, ja, ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, ihr habt auch die ganze Zeit hier eine Kamera dabei gehabt, den Oscar hat selbst einen YouTube-Kanal. Ich schätze mal, einige von euch kennen ihn schon. Falls ihr ihn noch nicht kennt, checkt mal einen Link in der Beschreibung aus.
dann könnt ihr sehen, was der Oskar alles schon so auf YouTube gemacht hat. Und ja, jetzt hier weiter an die Arbeit zurück hier, Herr ja, Schülerpraktikant Oskar. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, drückt den Daumen rum, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder, morgen und übermorgen. Bis dahin, mach's gut, ciao. Hast du jetzt schon deinen Platz zugewiesen bekommen hier? Ja? Ich habe mich hier einfach mal niedergelassen. Wurden die wichtigsten Fragen gerade schon geklärt? Trinkt, ob er Kaffee trinkt?